Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Reihenvorstellung für euch, denn ich habe wieder eine Reihe beendet und zwar die Rain und Lark Reihe, heißt glaube ich die Reihenbezeichnung, von der lieben Caroline Brinkmann, also die Perfekten und die Vereinten. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir machen das wie immer so, dass ich euch nochmal ganz kurz erzähle, worum es im ersten Teil die Perfekten eigentlich geht und wir das Ganze relativ spoilerfrei halten. Ich euch nochmal kurz erzähle, wie mir der erste Teil gefallen hat und ich dann nochmal ganz kurz dazu komme, wie mir der zweite Teil gefallen hat, ohne dass ich auf den zweiten Teil eingehe. Und dann werde ich nochmal einen nicht spoilerfreien Teil machen für alle, die den ersten Teil schon kennen. Und werde da nochmal so ein bisschen was zum zweiten Teil erzählen. Und ja, dass wir das irgendwie so ein bisschen trennen, damit ich denen, die jetzt die Reihe noch nicht kennen, nicht zu viel verrate. Ich würde sagen, wir starten mit der Inhaltsangabe zu Die Perfekten. Und ja, Die Perfekten ist zum allerersten erstmal eine Dystopie. Das heißt, wir haben hier ein totalitäres System, in dem sich unsere Charaktere bewegen. Und in dieser Geschichte geht es um Rain. Und Rain ist ein Ghost. Das heißt, sie lebt außerhalb des Systems. Denn in der Welt, in der Rain lebt, ist es so, dass die Menschen nach ihren Genen beurteilt werden. Und die Menschen sind in verschiedene Kategorien quasi eingeteilt, von Genen von G1 bis F3. Und es gibt halt da so verschiedene Abstufungen und je perfekter die Gene sind, umso besser ist das natürlich. Bei Rain stimmt etwas nicht, weswegen ihre Mutter damals mit ihr vor der Geburt quasi untergetaucht ist, dass das System sie nicht bekommt und sie da quasi zu einem schlechteren Menschen herabstuft, wie sie eigentlich ist. Und wir begegnen Rain halt in dieser Geschichte und begegnen auch ihrer Mutter Storm. Und wir sehen halt, wie die beiden leben, so außerhalb des Systems, wie sie versuchen zu überleben. Und die wichtigste Regel hierbei lautet, vertraue niemanden. Und ja, eines Tages begeht Rain einen sehr, 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 sehr fatalen Fehler und vertraut dem falschen Menschen. Was daraufhin alles passiert mit ihr und dieser Person, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel verraten zu der Geschichte. Ich kann nur sagen, dass mir dieses Buch unglaublich gut gefallen hat. Ich habe das letztes Jahr gelesen, ich habe das gefeiert ohne Ende. Ich fand einfach diese Welt richtig, richtig cool, in der das Ganze spielt. Für mich war es die erste Dystopie seit Panem, die mich nicht an Panem erinnert hat. Und dann haben mir ganz, ganz viele geschrieben letztes Jahr, ja, aber das ist wie ein Panem und das ist wie ein Panem und das ist wie ein Panem. Und ich denke mir so, nee, das ist eben nicht wie ein Panem, das ist wie in jeder typischen Dystopie. Aber mir ist das persönlich, diese ganzen Vergleiche, die mir damals geschrieben wurden, mir ist das damals überhaupt nicht aufgefallen beim Lesen. Also für mich ist Die Perfekten einfach eine richtig, richtig gute Jugenddystopie. Diese Geschichte hat mir unglaublich viel Freude gemacht beim Lesen. Die war ultra spannend. Ich war so bei Rain, das ganze Buch. Ich habe damals so mit der mitgelitten und mitgefiebert und es war einfach so spannend zu lesen, worauf das Ganze am Ende dann hinausgelaufen ist. Und es war teilweise auch echt so, was? Oh mein Gott, gerade zum Ende hin dachtest du die ganze Zeit nur, what the fuck, was passiert hier bitte gerade? Und es war einfach eine so, so tolle Geschichte. Also ich habe die Handlung total geliebt, ich fand die Charaktere toll. Ich fand das Setting unglaublich gut und auch der Schreibstil von Caroline Brinkmann hat mir mega gut gefallen. Also ich habe dieses Buch total gefeiert letztes Jahr und ich kann auch heute noch jedem empfehlen, lest Die Perfekten. Es ist eine so, so tolle Jugenddystopie und das macht einfach so viel Spaß, das Ganze zu lesen. Und ich freue mich immer noch, denn ich habe dieses Buch signiert von der lieben Caroline und ja, ich hüte dieses Baby wie meinen Augapfel. Und ja, also ich kann euch Die Perfekten immer noch nur empfehlen, wenn ihr gerne Dystopien lest, wenn ihr gerne Jugendbücher lest, dann schaut euch diese Geschichte an. Es ist eine so, so tolle Jugendgeschichte einfach und ich mag sie so. Ich feiere auch Rain als Protagonistin in diesem Buch total. Die ist mir einfach so sympathisch und die ist einfach auch so, so menschlich und so. Man kann das halt einfach alles so komplett nachvollziehen, was in ihr vorgeht und was sie halt auch tut und ihre Handlungsweise. Das hat alles für mich so 100% Sinn ergeben und ja, deswegen kann ich euch Die Perfekten auf jeden Fall nur empfehlen. Schaut euch dieses Buch mal an, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich habe mich dann umso mehr gefreut, als dieses Jahr dann endlich der zweite Teil erschienen ist, und zwar Die Vereinten. Und ja, Die Vereinten ist eine direkte Fortsetzung zu Den Perfekten, deswegen ich an dieser Stelle zum Inhalt nichts verraten kann. Ich kann nur sagen, dass wir wirklich hier genau da an dem Punkt ansetzen, wo der erste Teil aufhört. Ich kann nur sagen, dass die Geschichte sich hier im zweiten Teil nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt, als man es vielleicht erwartet.
Oh, das hat mir so gut gefallen. Das fand ich, war einfach nochmal so ein toller Aspekt in der Geschichte, der hier einfach noch mit reingebracht wurde, dass das einfach hier nochmal so eine komplett andere Mischung gab. Also ich kann nur sagen, was die Handlung betraf, hat mir der zweite Teil sehr, sehr gut gefallen. Was das Ende in dieser Geschichte betrifft, muss ich erstmal sagen, dass ich das Ende richtig gut fand, weil es kein so typisches, klassisches Standardende war und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also das so ein Ende war es nicht und das fand ich richtig gut. Ich finde, Caroline hat hier eine sehr, sehr gute Lösung gefunden für die Geschichte. Und ich habe trotzdem noch irgendwie ein, zwei Fragen zu dem Ende. Für mich ist das Ende nicht alles so hundertprozentig klar, was auch die Charaktere betrifft. Und das ist so ein bisschen was, wo ich so sage, ah, ich möchte jetzt eigentlich gerne wissen, was genau jetzt am Ende ist. Aber das ist halt pure Absicht, dass das deiner eigenen Fantasie überlassen wird, was du am Ende quasi draus in deinem Kopf machst. Das finde ich einerseits cool und andererseits denke ich mir so, ich hätte es gerne schwarz auf weiß, dass alles gut ist oder halt auch nicht oder das ist nicht jetzt. Also was das Ende betrifft, ist es schwierig hier was zu sagen. Also ich kann nur sagen, das Ende ist richtig cool gewesen, ist definitiv mal was anderes gewesen. Aber es ist halt nicht komplett in sich abgeschlossen. Es bleibt halt sehr viel deiner eigenen Fantasie überlassen, was ich einerseits wirklich cool finde, aber andererseits denke ich mir so, na, jetzt weiß ich nicht genau, was passiert, na. Das ist schon irgendwie ein bisschen doof. Aber ich finde das Ende trotzdem cool. Also wie gesagt, ist definitiv mal was anderes. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, kann ich nur sagen, dass mir das im zweiten Teil wieder richtig gut gefallen hat. Ich liebe immer noch Rose. Rose ist einfach ein so toller Charakter. Und man hat einfach so viel Panik in dieser ganzen Geschichte, dass Rose irgendwas passieren könnte, weil die einfach so liebenswert ist. Man einfach nicht möchte, dass ihr irgendwas passiert. Und dann gibt es natürlich noch Rain und Lark. Und auch die Charaktere sind wieder ganz, ganz toll. Und ich finde, dass auch Lark sich in diesem Buch super entwickelt hat, dass man nochmal einen super Einblick auf ihn bekommen hat, dass man halt einfach auch gemerkt hat, wie er sich verändert und dass die Einsicht auch bei ihm so streckenweise in dieser Geschichte dann gekommen ist zu Sachen, die auch im ersten Teil passiert sind. Das fand ich richtig gut. Und auch die anderen Charaktere, die in diesem Buch wieder mit drin vorgekommen sind, haben mir sehr, sehr gut gefallen wieder. Also ich finde, was die Charaktere betrifft, haben wir ja eine super Mischung und ja, es passt einfach halt alles sehr, sehr gut zusammen und es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall, was das betrifft, auch diese Geschichte zu lesen. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier wieder in Hope und Hope ist ja in verschiedene Zirkel quasi eingeteilt. Es gibt den Zirkel Aventine, Ruby, Silver, Grey, Yellow, Black Shell, White Pearl, Pitch, Green und Azur oder Azur, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall sind das ja diese verschiedenen Zirkel, die es in dieser Welt gibt. Und jeder Zirkel hat quasi ein eigenes Eigenstellungsmerkmal. Also Grey war quasi der Industriezirkel, wo halt auch viel mit Fabriken gearbeitet wurde, weswegen es halt auch immer irgendwie alles sehr, sehr schmutzig war in Grey. Dann gibt es halt zum Beispiel Green, wo die Landwirtschaft betrieben wird, oder Azur, das ist das, was halt am Meer liegt, wo halt die ganze Fischerei und das alles stattfindet. Und so hat halt jeder Zirkel sein eigenes Eigenstellungsmerkmal und jeder Zirkel hat auch seine eigenen Leute quasi, sag ich mal, von den Genträgern her, ne, mit den ganzen Stufungen, wer da halt wie, wo, was so arbeitet. Und ich finde, diese Welt, die Caroline hier erschaffen hat, ist einfach ganz, ganz toll. Und es ist halt einfach eine richtig coole Geschichte, die in dieser Welt spielt. Und es hat mega viel Spaß gemacht, auch diese Welt zu entdecken. Und gerade jetzt auch im zweiten Teil lernt man Zirkel kennen, die man im ersten Teil nur so gehört hat, wo man aber nicht direkt war, wo man aber hier dann noch viel, viel mehr drüber erfährt im zweiten Teil. Und das fand ich auch ganz, ganz toll. Also was das Setting betrifft, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Szenenbeschreibung betrifft, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich hatte da keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Und ja, was den Schreibstil von Caroline betrifft, kann ich auch nur sagen, dass er mir wieder richtig gut gefallen hat. Wir haben hier einen lockeren, leichten Jugendschreibstil. Es gibt in diesem Buch auch eine Liebesgeschichte, aber die spielt hier definitiv nicht im Vordergrund. Diese Liebesgeschichte ist schon wichtig für die Geschichte mit, aber sie spielt halt nicht vordergründig eine Rolle. Und das, finde ich, hat die Autorin sehr, sehr toll gemacht. Denn oftmals hat man es ja so, dass die Liebesgeschichte sehr, sehr weit im Vordergrund steht und alles andere dadurch hinten runterfällt. In diesem Buch ist es definitiv nicht so. Wie gesagt, die Liebesgeschichte ist da, spielt jetzt aber vordergründig keine Rolle, sondern hier geht es wirklich um das Zwischenmenschliche. Und das ist das, was mir in dieser Geschichte auch wirklich so gut gefällt, dass hier halt wirklich so das, was mit den Menschen passiert, das ist, was auch so mit am wichtigsten ist. Und ja, also was den Schreibstil von Caroline betrifft, da war ich ja eigentlich, kann ich nur sagen, dass es ein lockerer, leichter Schreibstil ist. Er ist sehr, sehr spannend und actionreich. Er ist auch ein kleines bisschen romantisch und natürlich ist dieses Buch auch in gewisser Weise sehr, sehr klischeebehaftet. Das sind halt Jugendbücher nun mal. Das finde ich auch absolut nicht schlimm. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir der Schreibstil von Caroline Brinkmann sehr, sehr gut gefallen hat und ich finde, man kann diese Bücher wirklich mega einfach lesen. Also man kommt hier wirklich sehr, sehr gut durch die Seiten. Man liest diese Bücher einfach so locker, leicht.
leicht weg und es macht sehr, sehr viel Spaß, diese Bücher zu lesen. Und ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, als das Buch jetzt hier ankam und ich es lesen konnte. Und auch den zweiten Teil habe ich wieder signiert von Caroline. Da habe ich sie auf der Buchmesse abgefangen und hat sie mir das Buch schnell signiert und ich bin so happy darüber, dass ich beide Teile signiert habe. Und ja, Die Vereinen ist wieder eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Ich kann euch wirklich diese beiden Bücher hier wirklich nur empfehlen. Lest sie, es ist eine ganz, ganz tolle Jugenddystopie und ja, mehr kann ich jetzt dazu eigentlich auch nicht sagen, ohne dass ich euch zu viel verrate. Ich würde sagen, ich komme jetzt mal zu dem nicht-spoilerfreien Teil und ich bitte auch wirklich nur die Leute, die den zweiten Teil auch gelesen haben, also nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Teil gelesen haben, sich das anzugucken, weil ich jetzt hier wirklich gerne auch nochmal was zum Ende sagen möchte, weil ich da wirklich was nicht verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen. Deswegen, alle, die diese Bücher noch nicht gelesen haben, schalten jetzt bitte ab. Nicht gucken. Ihr seid an dieser Stelle mehr als gewarnt und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem nicht spoilerfreien Teil, zu Die Vereinten. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und gerade was Die Vereinten betrifft, finde ich, hat Caroline hier nochmal eine ganz, ganz tolle Entwicklung in diese Geschichte gebracht, weil ja jetzt hier nicht nur das Problem bestand, dass die Gesegneten gegen die Rebellion zu kämpfen hat, sondern dass auch einfach hier noch diese dritte Partei mit ins Spiel gebracht wurde, die das Ganze ja nochmal irgendwie dreht. Das fand ich cool. Und ich fand es auch gut, dass die eigentlich nicht böse sind und dass sie einfach nur neugierig waren und einfach nur wissen wollten, was das für Menschen sind. Also das finde ich, das war schon so ein cooler Twist, weil man rechnet ja eher damit, dass die böse sind und angreifen und Hope vernichten wollen und dass sie das dann halt eben nicht sind, das fand ich cool. Und ich finde, man hat halt hier wieder sehr, sehr gut gesehen, wie die Menschen so drauf sind und dass sie halt immer gleich vom Schlimmsten erstmal ausgehen, anstatt einfach erstmal so herauszufinden, versuchen, was jetzt hier genau eigentlich los ist. Und ich finde, Caroline hat das ganz, ganz toll gemacht und ganz, ganz toll gelöst. Und ich fand, dieser Ansatz war das, was für mich hier im Buch am entscheidendsten war, dass ich dieses Buch wieder genauso feiern kann wie den ersten Teil, weil das hat mir wirklich so unglaublich gut gefallen. Und ich kann nur sagen, dass ich beim Ende echt verwirrt war, weil ich für mich am Ende jetzt nicht klar rausgefunden habe, was mit Lark jetzt eigentlich ist. Also Lark gehört jetzt am Ende ja zu den Vereinten. Okay, das habe ich verstanden. Und dass er jetzt ein Teil dieses kollektiven Gehirns ist, ist mir schon klar. Aber er war ja irgendwie auch selber noch da. Aber ich habe das nicht ganz verstanden. Und sie will ja am Ende zu Lark und zu Rose. Okay, aber Lark ist ja gar nicht mehr Lark, oder? Ich habe dieses, das ist das, was ich am Ende so nicht wirklich verstanden habe, was es jetzt genau mit Lark auf sich hat. Er ist ein Teil dieses Kollektivs, okay, aber ist er trotzdem noch er selbst? Streckenweise schon, aber ich verstehe das nicht ganz. Wie stellt sie sich das dann jetzt in Zukunft mit ihm vor? Ist er noch er oder ist er nicht mehr er? Und das ist so das, was ich so am Ende so, ich weiß es nicht. Wie soll das Ganze bitte weitergehen mit den beiden? Das ist so die Frage, die ich mir am Ende gestellt habe. Wie soll das Ganze bitte weitergehen mit den beiden? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe das Ganze nicht so hundertprozentig durchgeblickt. Also da habe ich nicht so hundertprozentig durchgeblickt mit diesem ganzen kollektiven Bewusstsein und wir sind eins. Und dann aber es lag trotzdem noch irgendwie Lark und ich habe es nicht verstanden. Das ist so das Einzige am Ende, was ich nicht verstanden habe. Und das fand ich so ein bisschen schade. Aber ich finde trotzdem, dass das Ende richtig cool gewesen ist, weil es halt relativ offen ist und du als Leser halt dir selber deinen Teil quasi denken kannst. Und ja, und ich muss auch sagen, dass mir Rain in diesem Buch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich konnte ihre Verzweiflung, was ihre Mutter betraf, wirklich gut verstehen. Und ich fand es auch gut, dass das in dieser Geschichte thematisiert wurde. Und dass das halt nicht einfach so abgetan wurde. Ja, die hat jetzt halt im ersten Teil ihre Mutter verloren und jetzt ist gut. Nein, sie trauert halt um ihre Mutter. Wie es jeder Mensch tun würde, der so eine innige Verbindung zu ihrer Mutter, zu seiner Mutter hat. Ne? Ich meine, die war 17 Jahre lang mit dieser Frau alleine und hat sich 17 Jahre lang auf diese Frau verlassen und dann war die einfach weg. Dass du da nicht einfach zum Alltag zurückkehren kannst, ist irgendwie klar. Und ich fand das halt sehr, sehr gut, dass Caroline das auch so aufgegriffen und thematisiert hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch was Lark betraf, diese Entwicklung, die er in diesem Buch gemacht hat von diesen Scheiße, was habe ich jetzt hier eigentlich veranstaltet im ersten Teil zu hin so, ich muss versuchen, das irgendwie wieder zu kitten. Ich muss irgendwie versuchen, da zu helfen. Und ich fand es halt auch gut, dass er am Ende gesagt hat, so, er war nicht mehr er selbst und er war mit sich nicht mehr im Reinen. Denn deswegen hat er sich halt quasi auch aufgegeben, diesem kollektiven Bewusstsein hingegeben, weil er einfach nicht mehr mit sich klarkam und einfach auch nicht mehr das Verständnis für sich selber hatte mit dem ganzen Scheiß, was er da gemacht hat. Und das fand ich auch richtig gut. Da gab es einen Satz,
Den fand ich ganz, ganz toll. Ich hätte mir mal markieren sollen. Das habe ich leider nicht gemacht. Auf jeden Fall gab es einen Satz, den Lark gesagt hat. Den fand ich ganz, ganz toll, was das dieses Thema auch betraf. Und ja, also was das betrifft, hat mir die Vereinten definitiv wieder richtig gut gefallen. Ich liebe dieses Buch. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, diese Reihe ist so, so toll. Also ich kann wirklich nur sagen, dass mir die Vereinten wieder richtig gut gefallen hat. Und ich liebe diese Reihe, ich liebe diese Dystopie. Und ich hoffe, dass Caroline da noch ganz, ganz viele Bücher schreiben wird in diese Richtung. Und ja, I love it, I love it, I love it. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und ja, falls ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Passt bitte auf, dass ihr nichts spoilert für die Leute, die es noch nicht gelesen haben. Und wenn ja, schreibt bitte eine Spoilerwarnung rein. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.